Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Banished, hier wo wir ganz klammheimlich im Wald Rehe beobachten. Was heißt im Wald? Am Fluss? Beziehungsweise die Rehe? Moment, die Rehe beobachten uns! Spione des Waldes! Sie spähen über den Fluss! Und es werden mehr! Sie haben eine Armee aufgebaut! Nein! Eine Reharmee! Oh weia, wir sind verloren! Und es werden immer mehr, guck mal, da kommen immer mehr Rehe, immer mehr. Hirsch und Reh und Wildbrett kommt da angerannt. Ganz viel wildes Getier. Und die wollen alle unser Dorf infiltrieren. Da stehen sie bereit. Tapfere Mannen stellen sich mit Waffen entgegen. Der Earl muss unsere Welt retten. Verscheucht die Rehe. Los, wir brauchen mehr Jäger. Ich würde sagen, das ist ein gutes Stichwort. Jäger. Wir erhöhen einfach die Anzahl der Jäger. Da haben wir auch einen gleichen Grund, warum. So. Zack, ein Jäger mehr. Und hier verscheucht die Rehe. Wir haben ihre Tarnung aufgedeckt. Jetzt liegen sie offen. Kämpft! Kämpft! Naja, eigentlich nicht. Aber interessant wär's. Also das Spiel ist ja noch in einem. Ja, noch nicht ganz fertigen Zustand. Also ich denke mal, oder ich hoffe vor allem, da kommt noch ein bisschen was zu. Das wäre sehr, sehr interessant. Also da kann man noch einiges mit anstellen, auch gerade was den Bereich Modding angeht. Ich meine, ist ja ein Einzelspielerspiel, da kann man ja ein bisschen mit Mods rum... Oh nein, sie haben Kinder auf ihre Seite gezogen. Ihre Propaganda wirkt. Die Rehe, unsere Jüngsten, haben sie vereinnahmt. Nein. Okay, genug Blödsinn. Der Friedhof ist ganz schön leer geworden. Jetzt haben wir so einen großen Friedhof gebaut, den wir gar nicht brauchen. Naja, auch mit der Zeit verjähren die Gräber. Das gehört auch dazu. Ist auch gut so, weil ansonsten hätte man irgendwann das Problem, dass man nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen Leuten. Weil wenn jeder quasi so, oder wenn jede Person ein so ein Feld hier einnimmt. Oh weia. Ja, spiel da mal so, was will ich, hier, wir sind jetzt 27 Jahre im Spiel, spiel da mal so 200 Jahre, wie viele Leute dann hier rumliegen. Dann ist ja die Hälfte der Map einfach nur noch aus Friedhöfen, würde die nur noch bestehen. Darum ist es gut, dass die auch wieder weggehen, die Gräber, dass Platz geschaffen wird für neue. Im Wandel der Zeit. Wandel der Zeit. Wir haben so viel Eisen, was ist da los? Warum haben wir so viel Eisen, aber so wenig Stein? Wohnen hier hinten nicht genug Steincutter? Stonecutters? Warte mal, da haben wir doch ein Tool. Da wurde uns vom Entwickler ein Tool an die Hand gegeben. So, da können wir gucken. Hier kommen die nämlich alle her. Von hier und hier. Laufen die den ganzen Weg hier hinter, um hier Steine zu hacken, oder was? Ja, ist ja aber auch Quatsch, ne? Ich meine, hier ist ein Haus, da ist ein Haus. Warum wohnt ihr da nicht drin? Doof. Ich meine, hier die Familie, ne? Die Familie Elverlinie hat es ja auch geschafft, hier direkt neben Arbeitsplatz zu wohnen. Warum schafft ihr das nicht? Ich habe den Timer nicht gesetzt, ne? Ja, verdammt. Egal. So, jetzt habe ich ihn gesetzt. Wahrscheinlich überziehe ich wieder hart. Egal. Und die Rehe, die belagern uns immer noch. Es werden immer mehr, versammeln sich am Fluss. Unsere Wachposten stehen parat hier. Sanden, du bist unser Mann. Pass auf. Halt sie im Blick. Das sind gefährliche Biester. Richtig gefährliche Biester. Wo willst du hin? Du kannst nicht einfach deinen Wachposten verlassen. Nein, jetzt werden sie uns überfallen. Okay. Ja, so ist das dann halt. Wir können wieder ein bisschen Feuerholz aufstocken. Tock. So, 200 mehr. Da wir wieder schön viel Feuerholz haben. Wir könnten dann... Jawohl, wir haben nicht... Nee. Doch zwei Forester haben wir, oder? Hier haben wir mal... Also insgesamt drei Forester haben wir am Start. Drei Waldarbeiterlies, die fleißig für Holzstämme sorgen. Obwohl das eigentlich so ganz gut ausgeglichen ist, muss ich sagen. So kann es eigentlich bleiben. So finde ich das auch schön. Nö, das lassen wir es einfach erstmal. Den hier haben wir für Notfall gebaut. Ob wir nutzen oder nicht, das werden wir dann sehen. Erstmal haben ist besser als brauchen.
So. Unser Trader ist damit beschäftigt, nichts zu tun. Oder er würde auch von den... von dieser Herde wilder Rehe und Hirsche komprimiert oder komprimiert? Nein. Vereinnahmt? Sagen wir es einfach so. Ist ich weiß es jetzt gar nicht. Komprimiert wäre ja das Zusammenstauchen oder... einfach Blödsinn labern. Ignoriert mich einfach. Guckt euch einfach Banish an. Macht einfach den Ton aus und guckt es euch an. Das ist so hübsch, das Spiel. Nee, ich muss sagen, echt, das Spiel ist in vielerlei Hinsicht einfach nur hübsch gestaltet. Und auch wenn jetzt, sag ich mal, man nicht weiter reinzoomen kann und auch die Männchen hier recht simpel gestaltet sind, bietet einem das Spiel trotzdem die Möglichkeit, zu mehreren auch so ein bisschen eine Beziehung aufzubauen, wenn man das denn möchte. Ich meine, die Tatsache, dass wir uns hier einzelne Leute rauspicken können und der ihre gesamte Familiengeschichte nachvollziehen können, wenn da jetzt noch so ein Familienstammbaum wäre, der sich da aufbaut, das wäre auch cool. Also das würde ich auch... Oh, wir haben 3 Arbeiter übrig. Ich quatsche die ganze Zeit und da sind erstmal 2 dazugekommen. Cool. Cool. So, wo setzt man die hin? Große Frage. Große Frage, kleine Antwort. Wieder einer dazugekommen. Wir packen jetzt einfach den Steinbruch. Ich erhöhe den Steinbruch einfach auf 5 Leute. Können wir da noch mehr Steine abbauen. Ich hoffe, das geht gut. Und fangen dann auch wieder an, neue Häuser zu bauen, würde ich sagen. Wir haben ja fast 40 Steine zusammen. Das klingt ja nach einem Plan. Dann würde ich jetzt einfach hier hinten in dieser Zeile gucken, dass ich da noch mehr Häuser baue. Und das dann, kann ich das denn hier, bis dahin kann ich es durchziehen. Ja, machen wir doch einfach, oder? Gut, vielleicht nicht. Oder das Haus? Na, das ist so flach. Mag die Häuser eigentlich nicht so. Ja, weiter hinter setzen können wir es nicht. Nee. Das Haus ist, ach so, das Haus. Das ist eigentlich ganz cool, aber... Da ist eben das Problem, also ich finde das Problem ist, dass der muss ja von der Seite irgendwie ran und... Ja, komisch auch. Nee. Wir suchen mal weiter. Nein, das Haus, das wollen wir nicht. Das sieht doof aus. Ich baue auch bewusst jetzt keine Holzhäuser mehr, weil die Steinhäuser einfach effektiver sind. Da wird viel weniger Feuerholz benötigt und dementsprechend auch weniger verbraucht. Gib mir doch mal ein cooles Haus. Ist das ein cooles Haus? Ich weiß es nicht. Nee, eigentlich nicht. Naja, was soll's nehmen? Ich bin sehr unzufrieden mit diesem Häuschen. Mag das hier eigentlich so nicht stehen haben wollen. Nö. Nö. Komm schon. Ah. Ah. Ja, nehmen wir das. Nehmen wir einfach mal das Haus hier. In der Zeit, wo wir rumgedaddelt haben, sind bestimmt auch schon fast die nächsten Steine fertig. 37. Wir haben schon wieder Arbeiter dazu bekommen, hoffenweise in der Zeit. Ist ja Hammer. Das ist ja der Hammer. Hammermäßig, würde ich mal so sagen. Wenn ich jetzt noch ein... Das können wir noch bauen. Aber das braucht ewig. Ewig und 3 Tage braucht das. Das würde ich echt gerne bauen, so ein Marktplatz. 62 Steine und 40 Eisen. Und wohin? Wo passt der hin? Das ist die nächste große Frage. Würden ja gerne hier hinsetzen. Einfach so. Klatsch. Das sieht dann auch doof aus. Und dann nehmen wir auch viel, viel Wald weg. Allerdings würde es auch ein großes Gebiet abdecken wiederum, ne? Und dann hätten wir auch ein bisschen das Lagerproblem im Ansatz gelöst. Weißt du was? Ich mach's einfach. Da haben wir jetzt zwei Bauprojekte am Laufen, aber sei es drum. Wir haben noch genug Leute im Moment noch zur Verfügung. Ja doch, die lassen wir mal da. Das passt schon. Dann haben wir nämlich erstmal 3 Arbeiter, die jetzt hier erstmal die ganzen Bäume fällen und hier den ganzen Kram ranschleppen und
alles so machen. Das geht schon voll klar. Und hier müssen wir gucken. Hier baue ich jetzt immer nur die Straßen so weit, wie die Häuser gehen, weil ab einem gewissen Punkt ging das ja nicht mehr. Hier wird es noch gehen. Moment. Ich merke mal den Punkt. Da. Hier wird es noch gehen. Hier wird es schon aufhören. Also genau hier. Also zwei Häuser gehen noch. Also theoretisch 8 Straßen. Huch. So. Genau hier müsste es... Ich baue das einfach mal. Und dann gucke ich nochmal. Dann haben wir das gleich vorbereitet. Dass wir da auch nichts anderes hinbauen. Genau, hier geht es nämlich schon nicht mehr. Hier wird es noch gehen. Wunderbar. So habe ich mir das gedacht. Dann ist hier so eine ganze Zeile mit Häusern. Und vielleicht bauen wir dann tatsächlich irgendwann hier so quer einen Tunnel durch, um dann hier noch was... Wenn wir genug Steine übrig haben. Das ist die Voraussetzung. Das werden wir dann sehen. Mal gucken. Kann ich hier eigentlich einen Fischer hinbauen? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert, oder? Oder habe ich schon? Doch, hier würde einer hinpassen. Oh, cool. So genauso, wie ich es mir gedacht hätte. Nee. Doch, so würde der hinpassen. Nicht ganz dran, aber... Hier würde es... Oh, doch, hier... Er ist dann eins weiter vorne, aber das würde auch gehen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie wir das machen. Ich spule einfach mal vor, dass wir hier noch ein bisschen... Erstens den Regen überspringen. Zweitens dann hier auf den Kram kommen. Ich merke gerade, warte mal, hier ist irgendwie alles voll. 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 So gut wie. Ich lagere mal nochmal 1000... Ups, nee. 1000 mehr, also bei 4000. 4000, ja. Property ist gestorben. Ups. Property war auch ein sehr großer Teil. Also die haben wir auch ein paar Mal erwähnt. War ja ein Mädchen, Property. Die hatte hier gewohnt. Aber das Schöne ist, das weiß ich sogar, dass sie hier gewohnt hat, weil sie direkt neben ihrem Arbeitsplatz gewohnt hat. Aber das Schöne ist, direkt zwei neue eingezogen. Mal gucken, vielleicht gibt es bald Kinder. Hui! Wie sieht es eigentlich bei euch oben aus? Habt ihr noch mehr Kinder? Nein. Maurel. Hier wird schon wieder fleißig gebaut. Das ist sehr gut. Und hier wird groß gerodet. Guckt ihr an, was hier alles rumliegt. So viel Holz. Oh weia. Wohin mit dem ganzen Holz? Sieht aus wie ein Labyrinth hier. Großrodung. Hätten wir auch weiter rübersetzen können, ne? Obwohl, nee. Nee. Oder doch? Obwohl, dann ist das jetzt hier so mittig. Passt das auch cool. So, hier so. Nee. So. Mittig. So, stipp. Wenn man hier oben guckt, stipp. Stipp. Nee, sieht ganz gut aus. Gefällt mir. Muss ja nicht immer symmetrisch bauen, aber in manchen... Fällen ist es schon irgendwo cool, wenn man es macht. Häusle bauen. Häusle bauen. Häusle bauen. Häusle bauen. Wo sind hier unser Häuslebauer? Warum liegen hier Pfirsiche einfach so draußen rum? Leute, macht doch sowas nicht. Ach, jetzt wird hier oben auch gebaut. Nee. Ne, hier unten wird immer noch gebaut. Ah, gut. Ich wollte schon sagen, oben ist doch noch gar nicht genug Zeug da. Wir haben doch auch gar nicht genug Zeug. Um das hier alles einzulagern. Ich meine, wo sind die ganzen Baumstämme hin, die hier gerade gefällt wurden? Hier, wir hatten 200 Baumstämme. Hier lagen doch mindestens 500 rum. Schleppen die Leute das jetzt alles mit sich rum, oder was? Oder war das nicht so viel? Oder... Aua! Ah, verflixt, da habe ich mich gerade mal ein bisschen an der Schulter gejuckt. Komm zurück, erstmal bam, voll mit den Ellbogen auf die Tischkante. Kennt ihr das? So richtig da schön, wo man es merkt. Yeah. Ah, was für ein schönes Gefühl, wenn der Schmerz nachlässt. Huhuhuhu. Taka, taka, taka. Taka, taka, taka. Jetzt bin ich auch noch mit der Hand gegens Mikro gekommen. Das tut mir leid.
Toll. So, hier gibt es auch gleich wieder ein fertiges Häuschen. Fertiges Häuschen. Wenn... Ach, Sammy. Sammy baut ihren Nachbarn ein Häuschen. Das ist aber nett von Sammy. Das ist ein fleißiges Mädel, Sammy. Auch wieder einen enormen Teil zur Stadt beigetragen, ne? Reserve of Iron is low. Toll. Oh, und ein Häuschen. Und wer zieht hier ein? Bam. Der Roderick zieht hier ein. Roderick als Nachbarn. Das ist schön. Die Rehe haben sich verlagert. Sie bieten Festungen auf und die Rehe müssen nun ihre Position verlagern, um ihre Angriffsposition zu verbessern. Die Brücken sind in unserer Hand. Das ist ein großer Vorteil. Ah ja, so ein Blödsinn. So, und wie sieht's hier aus? Kommt ihr voran? Naja, es fehlt irgendwo an allem. Das wird aber im Laufe der Zeit, denke ich mal, dazukommen. Die Lagerhäuser sind voll. Und das ist voll toll. Kann man da noch irgendwas einlagern, was die Leute nicht brauchen? Ich habe keine Ahnung. Fleisch können wir noch ein bisschen einlagern, aber das wäre ja auch nicht wirklich los. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Nee. Ich spule mal ein bisschen vor, damit der Winter schneller vorbeigeht. Wenn die Rehe sich hier... Die machen auch keine Anstalten, sich zu verdaddeln, ne? Also die bleiben einfach hier. Jo. Und da kommt ein Händler, mitten im Winter kommt ein Händler. Wie viele Leute haben wir? 57, cool. So. Was hast du mir Schönes mitgebracht, lieber kleiner Händler? Ding. Hoffentlich tolle Sachen. Potato Seeds. Potato? Potato. Potato Seeds. Kartoffelsamen. Aber Kartoffeln. Haben wir schon Kartoffeln? Wir haben schon Kartoffeln. Warum bringt er mir dann Kartoffeln mit? Moment, haben wir die immer noch bestellt? Tatsache, haben wir die vergessen auszuschalten. Doof. Doof, doof, doof. Nein, Kartoffeln haben wir schon. Vielen Dank, lieber Händler. Aber du darfst wieder gehen. Tschüss. Weil Kartoffeln haben wir schon. War schön mit dir. Viel Erfolg. Ja, Davis ist jetzt auch Schüler geworden. Oh. Klintowall. Oh, Klintowall. Was ist denn das für ein Name, ey? Hammer. Klintowall. Aber ich muss sagen, der Marktplatz, so wie er jetzt, sag ich mal, hier steht, deckt eigentlich ein ziemlich großes Gebiet ab. Von dem, was wichtig ist auch. Vor allem hier die ganzen Wohnhäuser sind ja so alle mit drin. Fast. Ich würde sagen, das wird noch gestriffen. Das ist das Einzige, was nicht mit drin wäre dann. Hier ist drin, selbst auf der anderen Flussseite, die zwei sind mit dabei. Und ansonsten werden die alle nochmal mit angekratzt. Cool. Cool. Das finde ich cool. So, wir machen wieder auf schneller. Bringt den ganzen Kram heran. 0 und 0, 0 Stein und 0 Eisen. Ja, weil das jetzt alles hier in den Marktplatz wandert. Ich will aber die Zahlen von den Leuten, also ich will jetzt nicht noch mehr Leute in Steinbruch schicken und nicht noch mehr in die Mine. Weil, weiß nicht, das soll sich langsam entwickeln. Wir wollen ja auch ein bisschen nachhaltig wirken. Wenn wir jetzt hier direkt alles vollknallen, dann ist das leer gebaut und dann müssen wir Neues bauen und es tut's ja auch über die Zeit. Da verschwenden wir auch nicht so viel, weil wir wissen, dass die Ressource rar ist. So. So sehe ich das jetzt einfach mal. Vielleicht seht ihr das anders, ich weiß es nicht. Alessi wurde geboren. Hier nebenan der Roderick. Schön, Maurel ist auch schon 6 Jahre alt. Wird bestimmt auch bald Schüler.
Vor allem mit der rasenden Geschwindigkeit. Hier, jetzt Messi, 66 Jahre, da fängt das Leben jetzt Spaß. 66 Jahre, da hat man Spaß daran. 66 Jahre. So, hier der Förster, naja, der hat jetzt nicht mehr so viel. Der hat jetzt hier noch so vereinzelte Punkte drin. Ein bisschen hier hinten rum, ein bisschen da den Teil. Auch hier der Teil vom Gatherer ist ein bisschen eingeschränkt, aber dafür arbeiten auch plus zwei, daher passt das doch eigentlich. Ja, das passt auf jeden Fall noch gut. Ich meine, der Förster, der hier arbeitet, ist sowieso nur einer. Der kann sich gar nicht um so viel kümmern. So, behaupte ich jetzt einfach. Können wir sonst noch was Cooles bauen? Ah, ich würde ja fast sagen, ein Lagerhaus wäre irgendwann mal wieder vonnöten, aber dafür bauen wir ja eigentlich den Markt. Dass wir sowas nicht brauchen, dass das dann alles im Markt eingelagert wird und dahin verteilt wird, wo die Leute das benötigen. So ist eigentlich der Sinn der ganzen Sache. Ansonsten Brunnen. Ja, hier unten könnte noch einer hin. Für den Fall das. Eine Schule. Die ist eigentlich auch sehr zentral. Und deckt hier alles ab. Außerdem ist sie gut ausgelastet, aber nicht zu stark. Krankenhaus haben wir unten auch schon. Huch. Ja, eine Town Hall, also eine, sprich ein Rathaus, wäre ganz cool. Problem ist bloß, kostet wahnsinnig viel. Und dafür, Kirche und Friedhöfe haben wir auch genug. Das brauchen wir nicht. Essen, daran soll es auch nicht scheitern. Wir können gucken, dass wir hier oben noch einen Förster hinbauen. Ansonsten vielleicht noch eine Brauerei, aber... Ja gut, 12 Steine, aber wir gucken erstmal, dass wir den Marktplatz fertig kriegen. Und dann können wir eine Brauerei machen, dann können sich die Leute nämlich auf dem Marktplatz treffen, um danach in eine Kneipe zu gehen. Das klingt nach einem Plan, ohne Marktplatz wird das nichts. Dann kann man ja einfach nur in eine Kneipe gehen und so funktioniert das Ganze nicht. Ich weiß es nicht. Also. Es juckt meine Nase schon wieder. Vom ganzen Gequassele wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, warum gerade immer bei Banished mir meine Nase anfängt zu krabbeln. Ist ja auch egal. Wir gucken dann, wie der Marktplatz im Endeffekt aussehen wird. Wir sind auf fünffacher Geschwindigkeit, so. Und, ja, dann übergebe ich hier an der Stelle an das Maul im Endscreen. Ja. Oh, da ist das mal im Endscreen. Juckt sich nochmal die Nase, weil das so schön ist. Marktplatz wird sehr interessant. Also, dann haben wir da auch ein bisschen was, wo wir auch Leute hinschicken können. Die können dann, die sammeln ja, das Schöne am Marktplatz ist ja, der sammelt ja von überall her die Waren ein, um sie zu einem zentralen Punkt zu bringen. Wo dann die ganzen Dorfbewohner, die drumherum wohnen, halt sich alles nehmen können, was sie brauchen. Das ist sehr schön, das freut mich auch, das ist auch... wichtig, sage ich mal. Dass wir sowas jetzt auch mal langsam kriegen. Und dann können wir ja gucken, wie wir weiter die andere Seite des Flussufers erschließen. Vielleicht dann noch weiterkommen und irgendwann da unten vielleicht sogar ein Rathaus bauen und uns in Richtung Süden ausbauen. Das wird interessant. Ich freue mich da auch schon drauf. Wie das dann auch vor allen Dingen dann später aussieht. Da kann man schon mal reingucken. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Banished. Haut's rein und ciao, ciao.